reden wir über Beziehungen. Beziehungen, privat, geschäftlich und das Networking. Gehen wir mal ganz kurz darauf ein. Also, reden wir über private Beziehungen. Natürlich, zu den Eltern, zu den Kindern, zum Partner. Da ist natürlich auch eines wichtig, man hat diesen engen Raum zurzeit, dann kann es leichter zum Clashen kommen. Das heißt, eines der wichtigsten Dinge ist gerade jetzt, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, dass man sich Platz gibt. Das meine ich ernst. Respektieren, selber auch, und da ist auch Kommunikation. Ich glaube, oft eines der wichtigen Dinge, wenn man sich zum Beispiel sonst nur am Abend sieht und dann vielleicht am Wochenende und jetzt plötzlich sieht man sich irgendwie, keine Ahnung, 168 Stunden die Woche, muss man halt hier ein bisschen aufpassen. Eine Sache, die, glaube ich, sehr konstruktiv wäre, dass man jetzt, keine Ahnung, 3 Mahlzeiten am Tag gemeinsam nimmt. Frühstück, Mittag, Abend. Und jetzt auch was. Ich finde gerade diese privaten Beziehungen kann man zurzeit besser nutzen als je. Man kann zum Beispiel den Nachbarn helfen, man kann Familienmitgliedern helfen, man kann den älteren Leuten helfen. Also ich finde zurzeit das so inspirierend und das muss ich auch ganz klar sagen. Man sieht hier plötzlich, dass in diesen Krisenzeiten oft, wenn der Mensch gezwungen wird, sich auf eine Sache zu fokussieren, dass wir Menschen plötzlich hergehen und eigentlich extrem positiv und konstruktiv sind. Und das freut mich eigentlich total. Natürlich, es gibt immer die Vollidioten, das ist ganz normal. Aber ich finde das so inspirierend, wenn man diese ganzen Beispiele draußen sieht, wo dann Leute hergehen und den Nachbarn, die sie eigentlich davor noch nie irgendwie gesehen haben, jetzt plötzlich anbieten und sagen, hey Leute, ich gehe für euch einkaufen. Oder man hat plötzlich mehr Zeit, wieder sich mit der Familie verbringen. Ein guter Freund von mir, der jetzt auch sagt, weißt du was, ich und meine Frau, wir sehen uns sonst so selten und jetzt plötzlich haben wir unsere Beziehung komplett neu entflammt. Und das finde ich natürlich wunderschön. Es kann aber wiederum in beide Richtungen gehen. Und eins der sinnvollsten Dinge ist hier, dass man miteinander redet, dass man aufeinander eingeht, dass man Sachen plötzlich miteinander macht, dass man diese Flexibilität zurzeit nutzt. Das ist ja etwas, das hatten wir davor noch nie. Es war doch, also wie viele Menschen brauchen jetzt plötzlich nicht in der Früh aus dem Haus gehen? Das gab es doch davor noch nicht. Und das ermöglicht plötzlich komplett neue Dinge. Gerade am Anfang, natürlich tut man sich ein bisschen schwerer. Ich habe ein komplett eigenes Video dazu gemacht, kannst du mir anschauen, meine Tipps fürs Homeoffice. Aber eines dieser Dinge ist natürlich auch, Routinen reinzubringen, Rituale reinzubringen. Klar. Und dann natürlich dieses große Thema Kinder. So, der Grund, warum ich jetzt über das Thema Kinder nicht rede, ist, ich habe selber noch keine Kinder. Von dem her, ich kann nicht wirklich jetzt irgendwie Input geben, weil ich da irgendwie Wasser predige und aber Wein trinke, weil ich es ja selber nicht weiß. Das heißt, vielleicht hat irgendjemand, wenn ihr Kinder hier habt, dann einfach das reinposten und dann vielleicht Tipps geben. Ja, was ist euer Tipp mit euren Kindern? Das ist, glaube ich, vielleicht sehr hilfreich, weil ich kann hier absolut nur in der Theorie reden und das sollte ja nicht so sein. Geschäftliche Beziehungen. Also, wenn du natürlich deine Calls hast, wenn du deine Meetings hast, ich weiß nicht, ob du dieses Video hier kennst, wo er dieses Fernsehinterview hat und hinten läuft das Kind dann rein und dann kommt seine Frau und robbt dann am Boden rum. Das ist jedenfalls ja, unglaublich lustig, aber es zeigt natürlich, dass man hier auf ein paar Dinge achten soll. Ich finde zum Beispiel eines der wichtigsten Dinge für das ganze Arbeiten ist, dass du vielleicht irgendwie, erstens mal, die Trennung vielleicht zum anderen Partner, zum Lebenspartner hast, dass du sagst, okay, er oder sie kann irgendwo anders arbeiten als du, außer ihr wollt es gemeinsam machen. Ich würde das auch ein bisschen vom Lebensmittelpunkt irgendwie ein bisschen abtrennen. Und wenn das einfach nur heißt, du sagst, keine Ahnung, vielleicht am Tisch auch einfach nur abtrennen, du sagst, okay, ich habe nur eine Einzimmerwohnung, dass es vielleicht am Tisch auch irgendwie abtrennst. Du sagst, okay, hier esse ich, hier arbeite ich. Und das sind einfach so simple Sachen, wo du dann im Kopf dir viel noch mal leichter tust. Dann, dass du natürlich dich ein bisschen auf die Calls und auf die Hangouts vorbereitest. Ich würde zum Beispiel ganz klar auch kommunizieren, dass du sagst, hey, ich stehe jetzt mal auf, ich tue jetzt gerade beim Call, tue ich jetzt gehen. Und ich glaube, das ist eines der Punkte, dass du auch zum Beispiel die Etikette im Call auch ein bisschen dir überlegst. Dass du sagst, okay, ist die Kamera an, sollte die Kamera nicht an sein, dass man auch aufpasst und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind ein paar Dinge, die man vielleicht, wenn man das zuerst nicht gewohnt ist, dass es wichtig ist. Eine Sache am Ende des Tages, was du überlegen musst, wie viel Geld du dafür investierst, ist dein Hintergrundbild, ist deine Webcam, ist dein Licht. Da kannst du viel Geld dafür investieren, kannst du wenig Geld dafür investieren. Die meisten Laptops haben eine Webcam. Ich weiß nicht genau, wie dein Arbeitgeber dazu steht, ob er dir eine Webcam zur Verfügung stellt oder einen Laptop zur Verfügung stellt. Das sind halt Dinge, die du einigermaßen hier ein bisschen besprechen solltest und auch einfach mal überlegen solltest. Und zum Beispiel eine Sache, die ich... Gerade wenn du jetzt sagst, ich bin eher der soziale Mensch und du kannst es bei dir in der Arbeit auf jeden Fall vorschlagen, ist, dass du so ein Open Meeting Room machst. Das bedeutet, man hat zum Beispiel ein Zoom stetig laufen und das ist einfach ein Link, ein Meetingraum online,
wo man jederzeit einfach reingehen kann. Und wieso, man ist jetzt am Wasser, an der Küche und, oder irgendwo im, so im Treffen, im Office, und man quatscht halt einfach miteinander. Oder man redet einfach mal neben der Arbeit, man arbeitet und dann kann man irgendwie sowas erzählen. Und da ist praktisch, da ist man drin und einfach so ein sozialer Austausch. Ich bin jemand, den das in Wahnsinn treibt, wenn ich das haben müsste. Aber ich kenne viele, viele Leute, die lieben das. Und das ist, glaube ich, hier ja, sehr, sehr wichtig, glaube ich, wenn man das irgendwie gut ausnutzt. Und jetzt reden wir über die dritte Art. Und die dritte Art ist das Networking. Und da muss ich jetzt eines sagen. Networking ist zurzeit wahrscheinlich eines der leichtesten Dinge. Und das überrascht dich jetzt vielleicht, weil jeder so viel Zeit hat. Jeder ist zu Hause. Es gibt diese Sachen nicht zurzeit, dass die Leute irgendwie verreist sind, dass die Leute irgendwie unterwegs sind, dass die Leute voll den Stress haben. Zurzeit hat jeder mehr Zeit als je zuvor. Und jeder hat das gleiche Thema. Du hast einen super einfachen Einstiegspunkt mit jedem. Das funktioniert besser als je zuvor. Der Punkt ist aber natürlich, dass du aufpassen musst, dass du nicht an dem langweiligen, destruktiven Thema Coronavirus und so weiter hängen bleibst, sondern dass du in die konstruktiven Themen reingehst. Und ich würde wahrscheinlich einfach echt zur Zeit hergehen und sagen, okay, jeden Tag ein oder zwei Leute, ich rufe die an, ich gehe dabei rum, ich bin auf meinem Gehband und ich darf rausgehen und ich nutze das Ganze. Und zurzeit, glaube ich, ist es eines der besten und effizientesten Dinge, was du überhaupt machen kannst. Es ist wahrscheinlich schwierig, heute neue Leute jetzt kennenzulernen, aber es ist extrem einfach, zurzeit mal zu refreshen, zu networken, sich wieder zu connecten. Und das hilft brutal. Vielleicht auch eine Sache, wenn eh die Leute so wenig sozialen Austausch haben, dass du Videocalls mit denen machst. Also, ich habe gerade, wann war das, ich glaube gestern oder vorgestern, mit Henrik Klöters vom Unternehmerkanal, wir haben über eine Stunde Videocall, bei ihm war es ganz entspannt, bei mir war es ganz entspannt, wir haben einfach eine Stunde und gequatscht. Klar, zuerst redest du über ein Coronavirus, danach redest du über Business, danach redest du über das und dies und das und dann quatschen. Und das sind natürlich Sachen, die sonst nicht so ganz einfach sind, weil da ist immer irgendwas und man ist immer unterwegs und so weiter. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, auf Social Media sein heißt nicht zu networken, ganz im Gegenteil, meistens ist es sehr, sehr oberflächlich. Also nicht jetzt glauben, boah, ich war jetzt heute eine Stunde auf Facebook. Du musst schauen, wenn, dass du in guten Mastermind-Gruppen drinnen bist, dass du guten Austausch in den Mastermind-Gruppen hast, wenn du in Mastermind-Gruppen drin bist, dann geh wirklich her und schau, dass vielleicht zurzeit die Frequenz raufgefahren wird, dass man sagt, normalerweise macht man einen Call pro Woche, jetzt macht man zwei Calls pro Woche. Solche Sachen sind zurzeit sehr, sehr gut, weil die Leute haben Zeit und das funktioniert. Also achte da vielleicht einfach ein bisschen drauf. Wie gesagt, gerne auch ein paar Tipps reinschreiben. Schreib in den Chat rein, lass mich das mal ein bisschen wissen. Hast du sonst ein paar Tipps und Tricks zum ganzen Thema Beziehung? Und dann würde ich das gern auch ein bisschen durchgehen. Also, was haben wir noch? Bin hier hygieneverantwortlicher Arzt in einer Klinik. Das Coronavirus gilt nach bisherigen Kenntnissen als mehr oder weniger ungefährlich für Schwangere bzw. ungeborene Kinder. Aha. Ah, hi Max. Gute Mentalität. Hi von Kamala. Grüß dich, Heiner. Also, das ist nett. Jeanette schreibt, ein Kollege hatte Geburtstag und hat ein Videoessen gemacht, wo man sich einfach dafür Zeit nimmt. Also, ich sehe auch diese unglaublich netten Gesten, glaube ich. Und das ist, schaut mal, eine Sache, die ist auch wichtig. Wir Menschen erinnern uns vor allem an Dinge, die passieren, die intensive Emotionen auslösen. Aus dem Grund erinnern wir uns an 99% der Dinge nicht, aber wir erinnern uns an einen speziellen Geburtstag. An einen speziellen, nicht an jeden. Weil ganz ehrlich, wenn ich dich frage, wo warst du vor 4 Jahren bei deinem Geburtstag, dann weißt du es wahrscheinlich nicht, außer es war was ganz Spezielles. Und wenn ich da zur Zeit die YouTube-Videos zum Beispiel sehe, so, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wahrscheinlich schon, weil das haben Millionen Menschen gesehen, wo diese eine Oma da ist und irgendwie hat die Angst gehabt, dass sie jetzt alleine Geburtstag feiern muss und irgendwie ist die ganze Familie kommen und die stehen alle so in einem Halbkreis, jeder irgendwie 3 Meter voneinander weg und singen für die aus 20 Meter Entfernung irgendwie alles Gute zum Geburtstag. Oder dass die Leute dann sagen, okay, also, ja, keine Ahnung, jemand hat Geburtstag, sitzt irgendwie allein zu Hause und dann wird halt das Video angemacht und dann locken sich 18 Familienmitglieder ein und dann hat man halt ein gemeinsames Geburtstagessen, weil jeder sitzt am Ende alleine da. Und sind wir mal ehrlich, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, an deine Jugend, an deine Teenagerzeit, es sind am Ende des Tages die Nächte, wo man irgendwie nach einer Party heimkommt, es war voll geil, man liegt aber irgendwie kotzend da und es ist irgendwie alles krass und man hat Hangover das ganze Wochenende und eigentlich denkt man sich, oh Mann, nie mehr wieder. Aber das sind die Tage, an die man sich zurückerinnert. Und das wird genauso das Gleiche jetzt sein. Dieses Hardship, das wir haben, wenn wir da miteinander umgehen und das rührt mich dann immer so, wenn die Menschen so nett dann zueinander sind. Natürlich, wiederum, gibt immer die Idioten, aber das ist halt dann natürlich das Wunderschöne.